Hallo, mein Name ist Christoph Hessing und ich bin verantwortlich für das technische Produktmanagement bei Hüskor Synthetik. In diesem Videocast möchte ich den Abminderungsfaktor für die Berücksichtigung des Zeitstandbruchverhaltens von Geokunststoffen erklären. Für den Einsatz von Geokunststoffen als Bodenbewehrung wird in der Bemessung der charakteristische Wert der Langzeitfestigkeit verwendet. Diese charakteristische Langzeitfestigkeit wird berechnet, indem die charakteristische Kurzzeitzugfestigkeit des Geokunststoffes durch eine Reihe von Abminderungsfaktoren reduziert wird. Die Abminderungsfaktoren berücksichtigen hierbei relevante Einflüsse auf das Produktverhalten, mit denen bei der vorgesehenen Anwendung gerechnet werden muss. Der Abminderungsfaktor für die Berücksichtigung des Zeitstandbruchverhaltens wird gemäß der Empfehlung für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen, kurz EBGEO, mit A1 bezeichnet. Analog dazu wird er gemäß den internationalen Empfehlungen für die Bestimmung der Langzeitzugfestigkeit von Geokunststoffen als Bodenbewehrung ISO-TR 20432 als RFCR bezeichnet. Geokunststoffe bestehen aus polymeren Rohstoffen, welche ein elastoplastisches Verhalten aufweisen. Unter Belastung finden nicht nur elastische Verformungen, sondern auch viskose, zeitabhängige Verformungen statt, welche als Kriechen bezeichnet werden. Diese Verformungen führen nach einer gewissen Belastungszeit zu einem Bruch. Die Standzeit ist maßgeblich abhängig vom verwendeten Rohstoff, seiner Verarbeitung, dem Belastungsgrad und der Temperatur. Das Zeitstandbruchverhalten von Geokunststoffen kann nach DIN EN ISO 13431 geprüft werden. Dabei wird ein Geokunststoff einer Reihe verschiedener Belastungsgraden ausgesetzt und die Zeit bis zum Bruch gemessen. Der Belastungsgrad entspricht dabei einem Prozentwert der Kurzzeitzugfestigkeit des Geokunststoffes. Die ermittelten Standzeiten werden als Funktion des Belastungsgrades in ein Diagramm eingetragen. Bei einer halblogarithmischen Darstellung ergibt sich für ein hochzugfestes Hüskor-Geogitter aus Polyester ein linearer Trend, der durch eine Ausgleichsgrade bis zur geplanten Anwendungsdauer extrapoliert werden kann. Für die geplante Anwendungsdauer kann anschließend der maximal zulässige Belastungsgrad als Schnittpunkt mit der Ausgleichsgraden abgelesen werden. Wie in diesem Beispiel dargestellt, ergibt sich für eine Nutzungsdauer von 120 Jahren ein zulässiger Belastungsgrad von 66%. Der Abminderungsfaktor A1 bzw. RFCR ist der Kehrwert des zulässigen Belastungsgrades. Ich hoffe, diese Präsentation zum Abminderungsfaktor für das Zeitstandbruchverhalten von Geokunststoffen war interessant für Sie. An dieser Stelle verweise ich gerne auf die Videocasts, in denen wir weitere Abminderungsfaktoren erläutern, die bei der Berechnung der charakteristischen Langzeitfestigkeit von Geokunststoffen angesetzt werden müssen. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüskor-Lösungen interessiert sein, informieren Sie sich gerne auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.